Schutz vor tödlichen Parasiten, vor den Varroamilben, die vor gut 30 Jahren nach Europa eingeschleppt wurden. Sie befallen besonders die Brut der Bienen, Blutsauger der üblen Art, Importe der Globalisierung. Diese Parasiten können ganze Bienenvölker ausrotten. Radetzky, er ist nicht nur ein Lehrer, er ist auch ein Forscher und Tüftler, und zwar ganz praxisnah. Üblicherweise bekämpft man die Varroamilben mit Arzneimitteln. Und die sind alle mehr oder weniger belastend. Das könnte aber auch anders gehen, viel schonender. Radetzky hat dazu dieses Gerät entwickelt, eine Bienensauna. Die wäre revolutionär. Die Bienensauna funktioniert so, dass wir künstlich ein bestimmtes Klima erzeugen und die Bienen diesem Klima aussetzen. Und bei einer ganz bestimmten Konstellation von Feuchtigkeit, Wärme, werden die Milben ohnmächtig und die Bienen kommen aber damit zurecht. Und dann können wir die Völker milbenfrei machen. Da kommen die Bienen rein, wird der Deckel drauf gemacht. Ein Korb mit Bienen dreht sich, wird behandelt. Der andere wird wieder eingefüllt in den Bienenkasten. Die Bienen kommen da gut mit zurecht. Nur die Milben, die können nicht kühlen, weil sie nicht schwitzen. Und die fallen dann betäubt runter und liegen auf dem Boden, die ziehen wir raus, wir zählen die, das wird natürlich alles dokumentiert, im Minutentakt zählen wir die toten Milben. Wir brauchen dann keine Arzneimittel. Es wird etwas mehr Zeit dauern, als der Imker gewohnt ist. Man hat eine Technik, die wird viel einfacher sein als jetzt die Technik. Das ist ja nur zur Entwicklung so aufwendig und wir werden damit die Bienen behandeln können. Gesundheit, auch die gehört zur wesensmäßigen Bienenhaltung, zum Respekt vor der Kreatur.